Guten Morgen, Herr Klein. Guten Morgen, Herr Lohse. Guten Morgen, Herr Mock. Guten Morgen, Herr Lohse. Guten Morgen, Herr Jette. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr... Guten Morgen, Herr Lohse. Guten Morgen. Hallo, Frau Pfeiffer. Wie geht's in der Versandabteilung? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Und die Arbeit macht Spaß? Doch, ja. Was ist eigentlich aus dem kleinen Herrn Dings geworden? Wie hieß er doch, dieser Blasse? Geht Ihnen das auch so? Man hat's auf der Zunge und kommt nicht drauf. Herr Wiese? Nee. Es fallen einem viel leichter Sachen von früher ein. Ich weiß zum Beispiel die Telefonnummer meiner Eltern. Also, bevor sie nach Wiesbaden zogen, 1950. Die weiß ich. 87, 55, 86. Nee, 83. Guten Morgen, Herr Wiese. Und die von meiner ältesten Schwester. 34, 19, 28. Na ja, dann noch einen schönen Tag, Frau Pfeiffer. Vielen Dank, Herr Lohse. Guten Morgen, Herr Lohse. Morgen, Frau Lamprecht. Haben sich die Herren aus Osaka angemeldet? Guten Morgen, Ehe. Post. Liegt auf dem Schreibtisch. Hello? This is Heinrich Lohse from the Deutsche Rohr AG. Yes, now we deliver the boiler pipes, compression pipes, pipes, drain pipes, extension pipes, pipes for heater and water. Pardon? Ah, bitte? Oh, Verzeihung, das tut mir. Dann hab ich. Ja, ich sehe schon. Entschuldigen Sie bitte. Herr Lohse, da ist eine Lieferung für Sie eingetroffen. Ich komme. Ja, das ist das Schreibmaschinenpapier. Ich check nur noch mal durch. Aber ich habe doch noch eine ganze Hunderterpackung. Frau Lamprecht, Sie haben da nicht den Überblick. Der blattweise Einkauf von Schreibmaschinenpapier ist kaufmännisch nicht zu verantworten. Wenn wir im Großen abnehmen, fällt der Preis bei 500.000 Blatt schon um 35% und so weiter. Was ist denn das? Das sind die Radiergummis, wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen. Der Herr Generaldirektor erwartet Sie. Warum denn? Ich weiß nicht. Ach, und Sie sorgen dafür, dass das hier weggeräumt wird. Mein lieber Herr Lohse. Bitte nehmen Sie doch Platz. Zigarre. Oh, danke sehr. Sie haben für unsere Sekretariate Papier eingekauft. Schreibmaschinenpapier? Ja, mit einer Einsparung von über 50%. Auch wohl ein bisschen im Voraus? Ja, für circa 40 Jahre bei einem durchschnittlichen... Und, gesundheitlich ist alles in Ordnung? Oh ja, vielen Dank. Sie haben ja spät geheiratet und haben ein kleines Kind? Na ja, klein. Kann ich schon sitzen und sprechen? Mein Sohn ist 16. Er sitzt und spricht. Was sagt er denn so? Wie, was er sagt? Na, wie... Wie nennt er Sie denn? Papa. Reizend, ganz reizend. Sie sollten mehr Zeit haben für den Jungen. Ja, ja. Herr Lohse, ich halte es für meine Pflicht, auf das Privatleben meiner engsten Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen. Das ist mir neu. Mein lieber Herr Lohse, die Deutsche Röhren AG ist Ihnen dankschuldig. Ich meine, es ist Zeit, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie Sie in den Genuss der wohlverdienten, der Früchte Ihres wohlverdienten Ruhestandes kommen. Wollen Sie damit andeuten? Wir haben uns verstanden. Bitte behalten Sie Platz, Herr Generaldirektor. Seit 37 Jahren arbeite ich für diese Firma. Wir haben aus einem kleinen, miesen Saftladen einen großen, das, was wir heute sind. Und nicht Sie haben darüber... Ich wünsche nicht, dass Sie in dieser Weise... Ich darf diesen Satz noch sagen. Bitte sehr. Moment. Ich höre. Ich habe...